Das Schloss Eckenberg war das Stammschloss des Fürsten zu Eckenberg, später jenes des Fürstengeschlechts Herberstein. Ursprünglich war dort, wo heute das Schloss steht, ein Wehrbau der Orthof. Dieser wurde 1416 von Balthasar Eckenberger, dem Münzmeister Kaiser Friedrichs III., erworben. Errichten. Johann Ulrich von Eckenberg wurde in den Dieser baute den Orthof aus und ließ eine Marienkapelle errichten. Johann Ulrich von Eckenberg wurde in den Als Pietro de Pomis 1633 stirbt, ist das Schloss noch nicht fertiggestellt. Bis 1631 leitet er die Bauarbeiten in Eckenberg. Festungsbaumeister Laurenz van der Sippe übernimmt die Weiterführung. Danach die Pomis Poliere, Pietro Valnegro und Antonio Pozzo. 10 Jahre dauert es, bis der Rohbau steht. Danach folgen die Steinmetzarbeiten, Zimmereiarbeiten. Am Ende stand die Gestaltung der Arkaden. Ab 1666 wird der Zyklus von 24 Räumen dekoriert. In der Barockzeit galt Schnellmalerei als Qualitätsmerkmal eines Künstlers. Der gesamte Stuck wird in nur 3 Jahren angebracht. Parallel dazu starten mehrere Maler mit den Decken- und Friesbildern. Über 600 entstehen zwischen 66 und 73. Die Künstler übertrugen Kupferstiche, die der Auftraggeber auswählte.